Ich würde auch sagen, wir können jetzt gleich mal langsam Pause machen, oder? Gehe zum MPT-Kontrollzentrum, Berge eine ASI. Berge eine ASI. Ja. Ase. Ich will eine Ase-Einheit, die ich dann Ase nennen kann. Oder Hase. Ase-Hase. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Wollen wir kurz mal Päuschen machen, Freunde? Pinkelpause. Wie komme ich denn hier raus? Ah, Türen öffnen. Hä? Ach da. Ich bin so blöd. Kopernikus Mondzentrale, 5 Jahre nach dem Blackout. Und ich sehe da schon die nächsten, das nächste Audiolog. Das nächste Audiolog sehe ich da. Kann ich das angucken? Nee, ne? Nein! Wir haben keine Ruhe vor diesem Kerl! Erik Range! Warum steht da Erik Range? ASE, die Software hinter ihrem treuen Begleiter. Geschrieben von... Erik Range. Rückseite, liebe Sarah. Ich habe dieses Buch gefunden und dachte, du magst es. Bitte akzeptiere es als Dankeschön für all die Emotionen, die du in mein ASE programmiert hast. Möge dieses Buch dich inspirieren, viel mehr zu programmieren. Mit freundlichen Grüßen. Rosa Lavert. Oh, bitte, ey. Ich will nicht mehr. Erik Range soll aus diesem Spiel verschwinden. Erik Range ist ein Streamer. Ich will... Huch! Ich will den nicht noch in diesem Spiel haben. So. Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Wo sind die alle? Keine Ahnung. So habe ich die Basis noch nie gesehen. Sieht Alex Wärmesignaturen? Nein, nichts. Das kann nicht sein. Vielleicht finde ich weiter unten was. Sarah, wir gehen der Sache auf den Grund. Und danke, dass ihr mich beim Blackout gerettet habt. Ich weiß, ich habe... Expeditionsteam, ihr solltet inzwischen auf der Oberfläche sein. Denkt dran, ihr habt da unten nur 40 Minuten. Verstanden, Pearson. Keine Ursache, Rolf. Schaust du mal ins Kontrollzentrum, was mit dem MPT nicht stimmt? Mach ich. Bleibt auf diesem Funkkanal. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Als Sarah und Rolf in der Copernicus-Mondzentrale eintreffen, um den MPT-Blackout zu untersuchen, scheint das Herzstück der WSA-Operationen auf dem Mond völlig verlassen zu sein. Aufgezeichnet am 25. September 2054, 2 Tage, 1 Stunde und 32 Minuten nach dem Blackout. Zum Schluss wurde meine Stimme ein bisschen zu rauchig. Isaac Johansson, Leitung Mondtechnik MPT-Aufsicht. Ah, guck mal. Wieder was Schönes zum Lesen. Ja, da haben wir doch alle Spaß dran, ne? Isaac war am Boden zerstört, als er vom Tod seiner Frau erfuhr, der sich im Jahr 2049 durch einen Sandsturm auf der Erde ereignete. Da er seine Tochter... Jetzt mal ehrlich, warum hat er seine Frau nicht auf den Mond geholt? Warum hat er seine Frau zum Verrecken auf der Erde zurückgelassen? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Da er seine Töchter nicht länger den sich... Töchter? Ich dachte, es ging um eine. Jetzt sind plötzlich mehrere Töchter am Start.
Da er seine Töchter nicht länger den sich verschlechternden Bedingungen der Erde aussetzen wollte, aber seine Frau! Wie gesagt, aber seine Frau zum Verrecken zurücklassen, oder was? Rennsohn. Forderte er sie auf, zu ihm auf den Mond zu kommen. Claire weigerte sich aus Sorge um Kathys Gesundheitszustand und kümmerte sich um ihre Schwester, bis Isaac seinen Einfluss ausübte, um die rechtliche Vormundschaft über Kathy zu erlangen. Kathy wurde bald darauf auf den Mond gebracht. Sorry, aber in meinen Augen steht Isaac gerade als Arschloch da. Als riesengroßes Arschloch. Als riesengroßes Arschloch. Claire, ganz alleine auf der Erde. Wirklich. Nicht nur... Priscilla Flowers. 5 Lessons to Make You a Perfect Parent. Nee, das Buch hat er offensichtlich nicht gelesen, der Isaac. Ja, Isaac ist schon in seinem Namen. Fehlt nur noch Dix hinten dran. Isaac Dix. So. Dann ist das ein passender Name. Ne? Wenn er sich vorstellt, Isaac Dix. Hallo, schön. William MacArthur. Aha. Ein bisschen sporadisch. World Secret Service. World Secret Service? Hör mal. MacArthur. Kurzes Update. Die Evakuierten aus Tombow sind da. Sind da. Ich fange schon an zu lispeln. MacArthur, das Chaos von Tombo darf nie wieder passieren. Damit will ich nichts zu tun haben. Isaac Johansson, Lunarrad. Isaac, gut, wir können dann bald anfangen. Zeit für Sie, eine Entscheidung zu treffen. Vergiss nicht, dass kein Sprung nach vorne jemals ohne Opfer passiert ist. Überleben hat seinen Preis. Sehe ich irgendwie nicht. Bald sind die Ereignisse in Tombow nur noch schwache Erinnerungen. Zeit, das alles hinter sich zu lassen. William MacArthur. Aha. Das schlägt irgendwie schon eine bestimmte Richtung ein, ne? Die wollen alle abhauen und die Erde zurücklassen, oder was? Sehe ich das richtig, Chat? WSA rekrutiert Top-Wissenschaftler in den Lunarrad. Bei der Vorbereitung auf ihre bevorstehende Mission zur Kolonisierung des Mondes hat die WSA die Reihen des Lunarrads gegründet. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu lesen, weil es ein langer Text ist. Gegründet, um die WSA-Aktivitäten auf dem Mond zu koordinieren, waren 2 Sitze unbesetzt, bis die Spitzenwissenschaftler Dr. Rosa Lavert und Dr. Isaac Johansson die Stelle erhielten. Lavert und Johansson wurden persönlich von William MacArthur ausgewählt, der eine lebenslange Erfahrung in der Überwachung komplexer internationaler Sicherheitsmissionen auf der ganzen Welt hat und vor kurzem zum Missionskommandanten der Mondexpedition ernannt wurde. Als Vorsitzender des... Oh, kein Bock mehr. Kauft euch das Spiel und lest es selber, bitte, ja? Hey, das ist eine gute Möglichkeit. Ich lese nicht alles vor. So habt ihr nämlich immer noch die Chance, euch das Spiel selber zu kaufen und den Scheiß alles durchzulesen, wenn ihr wollt. So, ansonsten müsst ihr damit klarkommen, was ich vorlese. Fertig. Mein Stream, meine Regeln, oder? Ist wohl logisch. Ist doch inspizieren. Was haben wir da? Speech. Crossroads. Kreuzung, Tombow, Erde. Die Besten und Klügsten. Das neue Zeitalter. Outward. Outward? Was ist Outward? Outward. Outward. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Sag mir, das ist rot. Da können wir nicht rein. Das ist rot. Da können wir nicht rein. Das ist offen. Da können wir rein. Hallo! Ja! Hallo! Hallo! Hallo, Ase! William, was zur Hölle sollte diese Ansprache? Unser nächstes Kapitel, Rosa. Es ist Zeit. Die Schiffe sind bald soweit. Das ist nicht dein Ernst. Keine Ahnung wie. Bring das wieder in Ordnung und zwar jetzt. Das ist nicht nötig. Komm mit mir. Du meinst es ernst? Will, hast du den Verstand verloren? Wir können die Kolonie nicht zurücklassen. Nicht während des Blackouts. Nicht ohne das MPT-Signal. Die Erde verlässt sich auf uns. Kümmere dich nicht mehr um sie. Diese Zeit ist vorbei.
Wir müssen die lange Reise antreten. Das war die Abmachung. Ja, ja, die Zeit ist vorbei, Alter. Genau. Wir haben beim ersten Mal nicht aufgegeben und jetzt auch nicht. Mit dem Netzwerk können wir die Erde wieder mit Energie versorgen. Wir haben's fast, William. Nein, sind wir nicht. Nicht im geringsten. Wenn du noch immer glaubst, dass der MPT die ganze Erde versorgen kann, sind das Wahnvorstellungen. Eine einzige Hoffnung bleibt. Outward. Mach dich bereit, es geht los. Ich gehe nicht, Will. Nein, nicht so. Das war keine Bitte. Schaff sie aufs Schiff. Was? Oh, ist das wirklich? Haha. Ja, genau. Ich hab's geahnt. Arthur, du Hurensohn. Du kleine Missgeburt, Alter. Du kleines Wiener Würstchen. Ich ficke dich. Ich ficke dich auf deinem Planeten, wo du dich verkrochen hast, du Missgeburt, Alter. Ist hoffnungslos. Wir lassen die Erde zurück. Juckt mich nicht. Es geht nur um mein Wohlergehen. Was ein Wichser. Oh, komm her. Ase, komm, ich repariere dich. Asilein. Ah, geht doch. Okay. Ich dachte, die Tür geht nicht auf. Ase. Oh, waren wir hier nicht schon? Nee. Hä? Wartung? Ich bin irgendwie verwirrt gerade. Ich bin verwirrt, bin ich. ASE in Reparaturdock platzieren. Reparatur da. Ah. Initialisiere ASE Wartungsprotokoll. ASE Hardware-Diagnose läuft. ASE-Verbindung zu Anlagennetzwerk und fehlgeschlagen. Mhm. ASE-Netzwerk-Zugriffsbordstatus defekt. Defekt. Komponentenaustausch empfohlen. Finde Ersatzteile. 2 von 3. Hä? Ich habe schon 2 Ersatzteile? Okay. Ah. ASE-Erinnerung. Sicher bewahren. Okay. Das sind die Hologramme, die wir bestimmt immer sehen, ne? Das sind die ASE-Erinnerungen. Ase. Ach, guck mal hier. Da blinkt was. Da blinkt was. Haben wir jetzt alles. 3 von 3. Ja, easy. Nee. Hä? Fehlt doch noch ein Teil? Oh, warte mal. Warte mal. Muss man schnell. Warum? DBD, okay. Ja, kann ich dich ja nicht dran. Oh, guck mal hier. Aha. Super. Ziel. Installiere die. Jawohl. Ich guck nochmal eben kurz hier, aber hier ist nichts mehr. Okay. Ja, Ase, wir reparieren dich jetzt. Süßer kleiner Ase. Ja. 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 Warte mal, da war ein Muster. Nice. So. Jawohl. Ihr könnt Mechaniker werden, hör mal, easy. Hä, easy. ASE-Netzwerk-Zugriffsbordersatz erfolgreich. ASE-Verbindung zu Anlagennetzwerk-Mod eingerichtet. ASE-Hardware-Diagnose wird fortgesetzt. ASE-Schulddüsenstatus. Defekt. Kompletter Düsenaustausch empfohlen. Ja, habe ich nicht irgendwie gesagt, es ist zu einfach? Habe ich doch gesagt, ist zu einfach. Jetzt müssen wir noch mehr Komponenten finden. Nice, super. Ja, die Tür hat sich gerade geöffnet. Hier liegt was. Installiere. Hä? War schon alles?
Junge Claire Johansson erhält WSA-Trophäe. Trophäe. Da ist das Bild wieder, was auch auf der Erde war, oder? Oder irre ich mich da? Ist das ein anderes? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Du bist inner und... Oh, du bist immer noch mein Gravitationszentrum. In Liebe, Liz. Oh. Echt? Das war schon alles? Hä? Und das habe ich doch... Habe ich das nicht kaputt gemacht? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh Gott. Okay. Das ist simpel. Dann das hier. Scheinbar nicht. Okay, dann das hier. Ah ja, okay. So. Okay, dann jetzt das hier. Nee. Okay. Dann das hier, weil es das letzte ist, was dieses Muster hat. Warte mal ganz kurz. Das muss nach oben, ne? Ja. So muss das. Okay. Ich gehe jetzt mal von dem hier aus, wegen diesem Nöppel. Ich sollte Mechaniker werden. Funktioniert super. ASG schob diesen Austausch erfolgreich. So. Zum Abschließen der Wartung, bitte neu starten. Bitte neu starten. Okay, dafür muss ich wieder ins Display, ne? Yay. Neu starten. Let's go. War ja klar. Hm. Hat's wenigstens funktioniert, also... Na, hallo. Hallo, Ase. Hallo. Ja. Hallo, Ase. Hallo, mein Süßer. Ich tu dir nichts. Du kannst mir vertrauen. Na, ich will so einen. Ich will so einen Ase. Ich will so eine fliegende Knutschkugel. Das ist putzig. Ist das... Ui, wir können den... Oh! Wir können den steuern. Hallo. 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 Na? Wo guckst du denn da hin? Nein. LOL. Der aktualisiert sich. Wie krass ist denn dieses Detail? Wie geil ist denn? Wir haben sogar eine Taschenlampe. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Das ist genauso kugelrund wie wir. Hui. Well, well, well. Okay. Ich hab's. So. Hilfe? Ich sehe nur noch Matschepampe-Textur. So. Eieiei, wie lang ist denn hier dieses Rohr, Alter? Hier geht's raus. Ah, hier sind wir. Kann ich? Oh. Ah, da oben ist noch eins. Da oben ist noch eins. So, interagieren. Bereichsschwerung aufgehoben.
Oh, putzig. Richtig putzig. Dagegen, sorry, aber dagegen kann R2D2 einpacken. Wirklich. Also, das ist ja richtig niedlich, diese kleine Knutschkugel da. Okay. Wir haben noch eine kleine Scene. Cutscene will ich es jetzt nicht nennen. So, wir gucken mal. Claire. Hier ist Isaac. Hallo. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht dich hier erreicht. Ich glaube es nicht. Aber versuchen muss ich es. Wir haben seit dem Streit wegen Kathy nicht miteinander geredet. Ich will, dass du weißt, dass es ihr gut geht. Alles gut. Diese Nachricht ist die letzte, die du von mir oder sonst wem hier erhalten wirst. Wahrscheinlich wirst du das nie verstehen. Tu ich auch kaum. Wenn jemand je herausfindet, was hier los war, ich habe es für sie getan. Deine Schwester, damit sie eine Chance hat. Aber du wirst es schaffen. Großes erreichen. Pass auf dich auf. Ich liebe dich. Hätte ich öfter sagen sollen. Als du mich noch Vater nanntest. Leb wohl, Claire. Null Mitleid mit dem. Oder Chat? Seid ehrlich. Also. Komm ich hier nicht mehr raus? Soll ich hier nicht mehr raus? Ah. Ase? Machst du mal bitte? Danke. Danke, Ase. Huch. Weiter keine Spur. Es fühlt sich nicht richtig an. Alex, scanne Datenverlauf. Ah, eine Aufzeichnung. Rolf, bitte kommen. Ich glaube, ich hab was. Eine Aufzeichnung vom 23. Wann war das? Vor 2 Tagen? Sicher? Ja. Kannst du das von oben sehen? Glaub schon. Fang an. Alex, projiziere Hologramm vom 23.09.2054. Das ist nicht nur die Crew der Mondzentrale. Das sind zu viele. Das ist die Turmbau-Evakuierung. Bist du sicher? Diese Namen waren vorher nicht hier. Der Stein ist noch staubig. Du meinst auf dem Monument? Ja. Opfer der Turmbau-Evakuierung. Das Datum ist das des Blackouts. Drüben bei Turmbau muss was passiert sein. Pearson an Expeditionsteam. Rolf, Sarah, gibt es Neues zum Status des MPD? Das ganze Netzwerk ist unten und ich konnte es bisher noch nicht wieder hochfahren. Beeilt euch. Wenn es mit dem Netzwerk nicht klappt, kommt ihr wieder hoch, egal wie es um das MPD steht. Ihr habt 20 Minuten bis zur Evakuierung. Verstanden, Control. Rolf, ich überprüfe die Wohnquartiere und gehe dann zurück zum Aufzug. Okay. Sarah und Rolf wissen, wie wenig Zeit sie noch haben und entdecken holographisches Material, das möglicherweise Informationen über das Verschwinden der anderen und den MPT-Blackout enthält. Aufgezeichnet am 25. September 2054, 2 Tage, 1 Stunde, 52 Minuten nach dem Blackout. Und ja, die wollten alle wie hieß das nochmal? Outward, ne? Irgendein anderer Planet oder so, keine Ahnung. Zugriff verweigert, Zugriff gewährt, Anmeldung. MPT-Diagnose. Verbindung zum MPT-Netzwerk, Stationsenergie, Langweil. Mondoberfläche manuell ausrichten. Mondoberflächen. Fahrzeughangar.
Kann ich aktiviert ungenügende Fahrzeug mit Energie versorgen? Oh ja, ich will auf dem Mond rumcruisen. Group-Quartiere, Fahrzeughangar 1. Oh, Fahrzeughangar brauchen wir 2. Und hier ist die Wartung. Ja, da waren wir ja gerade. Warte mal. Ich wette, dann muss ich eh erst in die Crew-Quartiere, um da noch so eine Energiedingens zu finden. Ich guck mal. Ich guck mal eben. Dürfte nicht allzu lange dauern. Ist ja alles... Die ist böse, ne? Okay. Schützen und zu gedeihen. Okay. Um zu schützen und zu gedeihen. Durch Arbeit wachsen wir. Mit Wissen werden wir uns durchsetzen. Ja. Sehe ich ja, was daraus geworden ist, ne? Ein herrenloser Stuhl. Obwohl das WSA-Protokoll physische Konflikte auf dem Mond strengsten verbietet, überlud MacArthur. MacArthur, der kleine O, die Sicherung der ASE-Einheiten, um die Massen zu kontrollieren. Alter! Alter! Ein richtiges... Ich muss mich zurückhalten, Alter. Ich könnte richtig aus der Haut fahren, ne? Viele äußerten sich besorgt hinsichtlich ihrer gefährlichen Stromspannungen angesichts der einer überladenen Drohne, würden die meisten eher fliehen als kämpfen. Alter, was ein Drecksack, Alter. Und das hier ist die überladene Drohne. Höchstwahrscheinlich. Da hinten sehe ich einen Audiolog. Okay, aber einige Türen sind noch offen geblieben. Interessant. Hier gibt's sonst nichts, ne? Okay. Ja. Gucken wir mal. Linda Tetmann. Okay. Pionier oder Diktator? Diktator. Definitiv Diktator. Der Wichser wollte sich selbst zum Diktator machen. Sowas von. Allein weil er die Drohnen überladen hat, um sie als Waffe zu nutzen. War schon ein richtiger Bitch-Move. Hier ist noch offen. Schön. Hier ist nichts drin. Auch schön. Ja. Hier ist alles zu. Dann gehe ich mal runter. Ich höre die Zuschauer schon schreien. Audiolog, Audiolog. Kommen wir noch zu. Hallo. Oh, guck mal hier. Die Turmbauanlage wurde aufgrund unklarer Vorwände evakuiert, als der MPT offline ging. Was auch immer in Tombo vorfiel, diese Quartiere boten unter MacArthurs wachsamen Augen reichlich Raum für vorübergehenden Schutz. Am Arsch. Am Arsch. Vorübergehender Schutz. MacArthur selbst ist ja die Arschlochbedrohung. Ja? Also, er hat die Drohnen überladen. Sir, wir haben eine weitere formale Anfrage von Sarah Baker, der Chefingenieurin, die bei Pearson Raumstation arbeitet. Bei der. Sie fragt immer noch nach den stornierten Lieferungen für den Orion-Trakt. Ich befürchte, sie könnte etwas ahnen. Wie sollen wir vorgehen? Steven Miller Transport. Miller, sie hat mich ebenfalls angeschrieben. Brechen Sie jegliche Kommunikation mit ihr ab. Outward darf nicht gefährdet werden. Was ein Wichser, Alter.
Was ein Wichser einfach. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse MacArthur. Lässt einfach alle auf der Erde zurück. Für sein eigenes Wohl. Ich habe es für deine Schwester getan. Am Arsch. Nicht mal das glaube ich dir mehr. Du bist einfach unglaubwürdig geworden, weißt du? Weil du solche Arschloch-Moves machst. Mondzentrale 2032. Schützen und gedeihen. Boah, ich werde hier richtig aggressiv. Okay, Freunde. Dann gehen wir weiter. Oder auch nicht. Hm? Wie jetzt? Ich wollte mir das anhören. Hallo? Welcher war das denn jetzt? Rolf, komm. Ich bin bei den Unterkünften. Hörst du mich? Verstanden, Sarah. Irgendwas Interessantes? Alles verlassen, also nichts Neues hier. Rolf, Sarah, hier Pearson Control. Uns läuft die Zeit davon. Nehmt den Aufzug nach oben, um die Evakuierung zu schaffen. Ihr habt 2 Minuten. Negativ, Control. MPT-Netzwerk ist weiter offline. Vergesst es. Wir müssen los. Kommt jetzt zum Aufzug. Ich setze kein Leben auf dem Spiel. Verstanden. Bin fast fertig. Sarah, du hast Control gehört. Bist du auf dem Weg? Sarah, bitte komm. Alles in Ordnung? Bitte komm. Rolf, komm schnell hier rüber. Eine ASE-Einheit hat sich gerade aktiviert. Da stimmt was nicht. Die Türen sind zugegangen. Was meinst du? Wir müssen los! Ich mein's ernst, Rolf. Ich komm hier nicht raus. 30 Sekunden zur Evakuierung. Zum Aufzug. Negativ-Control. Ingenieur Baker braucht sofort Unterstützung. Wir brauchen mehr Zeit. Die Evakuierungsprozedur kann nicht verzögert werden. Ich rufe jetzt den Aufzug hoch. Negativ-Control. Control! Wartet, Leute. Wir haben noch Zeit. Ich brauch nur Hilfe. Rolf, bist du noch da? Nein! Nein! Was? Wurde Sarah jetzt gerade getötet? Von Isaac? Weil der hat ja die Drohnen überladen. Ich hab doch gehört, dass es die Drohne war. Hier. Da. Ne? Kuckuck. Ihr sieht mich gerade nicht. Huch. Kuckuck. 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 Wir brauchen ein Passwort, Alter. Was? Wo soll ich denn jetzt ein Passwort herkriegen? Immer diese Passwortsucherei. Muss ich wohl doch nochmal in die ganzen Zimmer rein? Irgendwo muss ich was übersehen haben, so wie hier. In emergencies, use Moonhub's construction year to enter the office. Do not... Ach, das Baujahr der Mondstation. Aber wann wurde die gebaut? Mondzentrale 2032. Schützen und gedeihen. Wann wurden die gebaut? Wo soll ich denn jetzt wissen, wann die gebaut wurde? Ernsthaft? Es ist right in your face. 2032. Mal gucken. 2032. Oh, nice. Das war ja gar nicht mal so schwer, ne? Okay, die sieht mich einfach instant, ne? Moin. Ciao. Moin. Ciao. Au, au, du Drecksau. Ich habe keine Wahl. Jetzt komme ich eh nicht mehr weiter. Moin. Ciao. Aua. Du Drecksau. So, ich nehme dir jetzt den Strom, du Mistgeburt. Hier. Kannst du gucken, wie du klarkommst ohne Strom. Da. Oh. Ne?
Ne. Du kannst mich mal am Arsch. Du blöde Drohne. Warte mal. Was haben wir denn hier? Nein, hier hätte ich auch lang laufen können. Erzähl mir keinen. Nee. Hä? Ach, hier. Hier bin ich wieder. Crewquartiere. Stimmt. Jetzt sind wir wieder hier. I got it. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist also auch ein Weg zurück hier. Gut zu wissen. So, wir haben die zweite Energiezelle. Jawohl! Hab dich.